Somit herzlich willkommen zum letzten Bauabschnitt unseres Hero Towers von Tiger. Wie ihr seht, ich habe gestern noch mal so ein bisschen was herausgefunden. Und zwar hier oben, wo jetzt die Maus so ein bisschen drauf ist und umkreist. Wir hatten doch eine silberne Bodenplatte, also eine durstige Bodenplatte dabei. Und die habe ich gefunden, die kommt hier drauf, damit das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Das habe ich noch erledigt. Das Riesenteil steht hier drüben. Und ist relativ groß. Es sieht bis jetzt fantastisch aus. Und wie gesagt, heute machen wir den Rest, das Dach oben drauf, das Lichterset kommt dran und dann sind wir damit durch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Attacke. Das wird auch gar nicht spektakulär heute werden. Von der Menge her, vom Bauen her und natürlich auch nicht vom Zusammenbauen dann später schon, weil ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Lichtset mache. Da bin ich noch ein bisschen überfragt, wie ich das da am besten lasse. Ich den Tower da stehen, wir klappen auf und gucken, dass wir das Ding irgendwie rinkriegen. Das hier mal ein bisschen beiseite, weil wir brauchen den hier. So. Ah, da haben wir schon müssen. So, jetzt passt das besser. Jetzt sieht man hier auch was. Jetzt habe ich wieder hier die Größe gemacht. Ne? Moment. So, jetzt passt das. Irgendwie ist heute alles ein bisschen anders da. Keine Ahnung warum. Ich habe heute meine Sachen ein bisschen anders da stehen, weil es sind gar nicht mehr so viele Teile. Deswegen suche ich heute ein bisschen mehr rum, wie sonst. Und das passiert halt dann, wenn dem so ist. Und wie gesagt, ich muss heute einiges suchen, weil ich ein bisschen anders sortiert habe, weil so viele Teile sind es gar nicht. Wir werden zurechtkommen. Ich denke mal, das ist völlig okay. Ich hoffe, dass hier auch alles relativ scharf bei euch ist und dass wir da nicht noch irgendwie natürlich Probleme haben wegen Unschärfe der Kamera. Ich werde mir demnächst mal irgendwann auch eine neue Kamera bestellen, die ein bisschen hochauflösender ist als Deskcam. Die Facecam ist ja okay, aber die Deskcam stört halt so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen anders sortiert, deswegen könnte es ein bisschen kompliziert heute werden. Ne, dann brauchen wir nicht. Wir brauchen den. Und den Halbhuhn. Da ist er. Ich hoffe, dass alle Teile diesmal dabei sind. Wir hatten ja in letzter Zeit ein bisschen die Probleme gehabt, dass Einzelteile gefehlt haben. Desto mehr hoffe ich, dass heute wirklich alles dabei ist. Ich habe wirklich ein bisschen doof sortiert. Aber okay. Ich werde es für den letzten Tag überleben. Au, das war der Musikantenknochen. Wie gesagt, das wird jetzt so gar nicht mehr so groß, Mann, das Teil. Das ist eigentlich nur der obere Aufbau.
Insofern sollte das alles relativ zügig vonstatten gehen. Im günstigsten Fall. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass hier noch Teile fehlen. Das wäre nicht so schön. Wenigstens mal ein Bauabschnitt, wo alles komplett ist und ich keine Ersatzteile von mir brauche. Das wäre schon supi. Bis jetzt passt jedenfalls noch. Oh Gott, ich habe schon wieder Bots drin. Das kotzt mich so ein bisschen an YouTube ehrlich ab. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich weiterhin auf YouTube streame. Oder ob ich nicht doch lieber auf Twitch wieder ausweiche. Ein Problem ist so, dass bei Twitch momentan nicht so viele Leute unterwegs sind, meinen Kanal finden. Deshalb hoffe ich da ein bisschen vielleicht auf eure Unterstützung, dass ihr demnächst mal alle auf Twitch geht, wenn ich live streame, und dass ihr da dabei seid. Das wird mich unwahrscheinlich freuen. Den Link zu dem Twitch-Kanal findet ihr natürlich wie immer auf meiner Seite, auch auf YouTube steht das oben mit drin. Das ist schon ein komisches Konstrukt, was wir da gerade machen, was auch immer das wird.
so sollst du auch nicht jetzt. Ne, Quatsch. Oh Gott. So rum. Muss das ein bisschen halten, weil es hält nämlich eine Platte fest. Ja, das ist die Rückseite hinten vom Dach, was hier so hoch geht. Das erkennt man schon. Jedenfalls die. Oh Gott. Jetzt kommt es jeweils. Hier um ein versetzt nach hinten. Habe ich die da drin? Die muss ich da drin haben. Nee, die habe ich da nicht drin. Wo habe ich die drin? Mm-hmm.
Irgendwie habe ich da dran. Dann haben wir sie ja alle. Okay. Moment. Okay, doch, die sind alle hier gleich. Moment mal. Doch, stimmt. Aber das hier irritiert nämlich wieder, dass das... Nee, tut's nicht. Es hing nur. So, jetzt passt das wieder. Sorry nochmal für diese Änderung. Ich habe mir schon gedacht, dass es da Probleme gibt beim Rinsetzen. Also muss ich wirklich so halten. Das ist aber wirklich ein bisschen doof. Entschuldigung, aber das ist wirklich doof. Kriegen das irgendwie hin. Halt, Quatsch. So rum. Okay. So.
Ups, Entschuldigung. Die Kamera vielleicht ein bisschen verwackelt. So. Okay. Gespannt, ob wir jetzt hier, ich habe hier alle Teile aussortiert, wirklich die Teile finden, die uns früher gefehlt haben. Vom vorgehenden Bauabschnitten. Da bin ich echt mal gespannt, ob wir die jetzt wieder irgendwie finden. Bin ich mal gespannt, ob wir das finden. So. Okay, dann stellen wir das erstmal beiseite. Ich denke mal, mit diesem einen Teil sind wir dann durch. Und wir machen jetzt hier mit dem nächsten weiter. Und wir kommen jetzt an die ersten kleinen Fensterteile. Ich mache da mal gleich zwei vor. So. Die wir hier mit Sicherheit auch gleich drauf haben, weil das wäre sowieso gekommen. Was kommt hier unten ran? Als Schutz. So, jetzt kommt das Ganze. Lass uns schauen. Hier drauf. Ja, genau so. Und das sind wirklich nur an den beiden Pins. Okay. Nun ja, so soll es sein. Wir machen das Teil jetzt auf einen Schlag, glaube ich.
Vielleicht mache ich das nachher auch wieder ab. Um das vielleicht besser zu bauen, nehme ich das mal ab und pack das mal weg. Und nachher kriegen wir das dann wieder. So. Wo sind sie hier? Ich baue das jetzt so, als wäre das Innenteil nebendran. Wir packen das nachher gerade mit drauf. Also kein Thema. So. Jetzt haben wir ein dunkles Fenster. So, und damit sind jetzt alle großen Fensterteile schon mal erledigt.